Was ich immer schon mal wissen wollte über dich. Wie heißt das, Wahrheit oder Pflicht? Ja, aber. Okay, so Stefan, hör gut zu. Dein schönstes Tor, was du jemals geschossen hast. Naja, ich war hauptsächlich Defensivspieler, deswegen habe ich nicht so viel geschossen, aber was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, war, als wir mit Karlsruhe in der Bundesliga gegen Werder Bremen 1:0 gewonnen haben und ich den Siegtreffer gemacht habe. Das war ein sehr schönes Erlebnis. Erwin, dein fußballerisches Idol? Stefan Buck. Ja, fühle ich mich geehrt. Das ist stark. Was darf beim Frühstück bei dir nicht fehlen? Boah. Eigentlich ein Quark und ein Königin Frischkäse, das ist bei mir immer auf dem Tisch und ein guter Espresso. Erwin, nenne mir eine Stärke und eine Schwäche von dir. Ich weiß, du hast keine Schwächen, aber versuch mal eine zu finden. Deswegen, so lange Zeit haben wir ja auch nicht, das zu suchen. Eine Stärke, Ehrlichkeit auf jeden Fall. Ja, Schwäche, puh. Wie lange haben wir Zeit? ja, vielleicht manchmal Ungeduld. Dein Lieblingssystem? Gewinnen. Also egal in welchem System, Hauptsache gewinnen. Aber ja, es gibt ja mehrere und verschiedene. Aber ich finde ein 3-5-2, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Welches Spiel, also als Spieler, würdest du gerne nochmal spielen? Welches Spiel als Spieler? Boah. U15 England gegen Deutschland im Wembley-Stadion. Ja, habt ihr da verloren, oder? 2-1 verloren. Und Elfmeter verschossen? Nee, das nicht, aber verloren ist immer scheiße. Okay. Hätte ich lieber nochmal gespielt und gewonnen. Wann hast du das letzte Mal geweint? Boah, das ist tatsächlich schon eine Weile her, aber ich glaube, es waren eher Freudentränen bei der Geburt meines Sohnes. Welches Getränk darf bei einem guten Abendessen bei dir nicht fehlen? Weißwein. Fußball spielen bei 30 Grad und Sonne oder bei 18 Grad und Nieselregen? Nee, ganz klar, 18 Grad und Nieselregen. Wie gesagt, ich war Defensivspieler und ich musste grätschen. Deswegen die 2 Meter Grätsche habe ich immer noch gebraucht, weil ich nicht so schnell war. Deswegen eher das. Schneller oder geduldiger Spielaufbau? Sowohl als auch. Reicht es schon? Sowohl als auch? Klar. Ja. 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 Dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist tatsächlich Lachs mit Spinat. Das darf nicht fehlen. Dein Lieblingsfilm? Die Jury. Mann oder Raumdeckung? Gemischt. Eintracht Frankfurt ist? Geil. Die bekannteste Person in deiner Kontaktliste? Mehmet Scholl. Eine Sache, die du nicht leiden kannst? Lügen. Freistoßflanke zum Tor oder vom Tor weggezogen? Zum Tor. Kann gefährlicher werden. Eine Sportart, die dich neben dem Fußball interessiert? Tennis. Ja, auch Paddel? Paddel auch, ja. Also eigentlich viele, aber es muss eine Ballsportart sein. Jetzt nicht wie Zimbo einfach nur 21 Kilometer durch die Gegend joggen morgens. Einfach nur blind. Also es muss schon ein Ball dabei sein, ein bisschen Spiel, Spaß, Spannung. Paddel müssen wir mal spielen. Paddel, Tennis, Tischtennis, Badminton, Squash, alles dabei. Aber wenn es sich anbietet, auf jeden Fall. Eine Frage, die dich brennend an Stefan interessiert. Warum bist du von der Linksverteidigerposition auf die Innenverteidigerposition gekommen? Am Anfang deiner Laufbahn hast du linke Seite gespielt. Und dann bist du reingerückt. Das war tatsächlich die einfachste Position, um in die Mannschaft zu kommen. Und dann irgendwann hat sich rauskristallisiert, dass ich aufgrund meiner Größe dann doch und den langen Hebeln doch ein bisschen besser
funktionierende Innenverteidigung als da außen. Und hat der Trainer dann eingesehen und mich dann irgendwann mal da aufgestellt. So, eine Frage, die mich an dich, an dir interessiert. Auf jeden Fall Pflicht. Du hast geliefert. Was machst du denn privat nach dem Training am liebsten? Im Moment ist Nelson noch bei mir. Wenn Nelson nicht da ist. Wenn Nelson nicht da ist, das kann auch dauern. Aber dann eigentlich gemütlich was essen gehen und entspannen. Und vielleicht auch wieder nach der Vorbereitung ein gutes Buch lesen, vielleicht in der Sonne, wenn möglich. Das wäre mir am liebsten. Dann hoffen wir, dass demnächst die Sonne scheint in Frankfurt. Vielen lieben Dank euch für die erste Kennenlernrunde. Ich denke, wir werden auch öfters das Vergnügen haben, dass ihr auf jeden Fall zu Wort kommt. Danke euch. Gerne, Dankeschön. Danke.